Die Berliner Straßenbahn ist das drittgrößte Straßennetz der Welt. In dieser Dokumentation erfahrt ihr die Geschichte, das aktuelle Straßennetz, die Zukunft, den Fuhrpark sowie Aufnahmen von den wichtigsten Straßenhaltestellen in Berlin. Viel Spaß! Beginnen wir mit der Geschichte der Berliner Straßenbahn. Am 22. Juli 1865 wurde die erste Pferdestraßenbahn hier eröffnet. Sie fuhr vom Pferdebahnhof in Charlottenburg über das Brandenburger Tor nach Mitte am Kupfergraben. Betrieben wurde sie von der Berliner Pferdeeisenbahn. Die Berliner Pferdeeisenbahn baute bis 1890 das Pferdestraßennetz aus und bis 1890 wurden drei weitere Straßenbahnen eröffnet. Ausgangspunkt der Linien und Drehkreuz des Netzes war der Pferdebahnhof in Charlottenburg. Die eine Linie fuhr vom Pferdebahnhof in Spandau-Bock, die zweite neue Linie fuhr vom Pferdebahnhof über Altmoorbeet und dem Stettiner Bahnhof nach Weißensee und die dritte neue Linie fuhr über dem Zoologischen Garten nach Neukölln. So hat das Pferdestraßennetz 1890 vier Linien. Bis 1902 wurde das Pferdestraßennetz vollständig elektrifiziert. Durch die Elektrifizierung wurde das Berliner Pferdeeisenbahn in Berliner Charlottenburger Straßenbahn umbenannt und der Pferdebahnhof wurde in Straßenbahn umbenannt. Bis 1914 wurde das Netz nochmal ordentlich ausgebaut. Die Strecke vom Straßenbahnhof nach Spandauer Bock wurde bis Spandauer Driftstraße verlängert. Außerdem wurden zwei neue Linien gebaut, unter anderem die Linie von Mitte am Kupfergraben über Knie bis zur Heerstraße, unter anderem die Linie vom Straßenhof nach Friedenau. Nun war nicht nur der Straßenhof ein wichtiges Drehkreuz, sondern auch Knie in Charlottenburg. Die Berliner Straße, Charlottenburger Straßenbahn, war aber nicht die einzige Straßenbahngesellschaft in Berlin. Ein Konkurrent war die große Berliner Straßenbahn sowie die westliche Berliner Vorortbahn. Die große Berliner Straßenbahn betrieb eine andere Strecke vom Zoologischen Garten nach Neukölln und die westliche Berliner Vorortbahn betrieb Strecken vom Zoologischen Garten nach Lichtenfelde und Friedenau. Obwohl die Berliner Charlottenburger Straßenbahn die größte Straßenbahngesellschaft war, kaufte 1919 die große Berliner Straßenbahn die Berliner Charlottenburger Straßenbahn zu 100% und übernahm das gesamte Streckennetz der Berliner Charlottenburger Straßenbahn und auch das gesamte Netz der westlichen Vorortbahn übernahm die große Berliner Straßenbahn. Straßenbahn und Buslinien betrieben zur BVG. Noch im gleichen Jahr wurden aus 89 93 Straßenbahnlinien. Im Zweiten Weltkrieg wurden Straßenbahnlinien so stark beschädigt, dass alle Straßenbahnlinien ab 1943 nicht in Betrieb waren. Doch schon 1945 wurden alle Strecken repariert und das nur 93 Linienstraßennetz konnte den Betrieb wieder vollständig aufnehmen. Am 1. August 1949 wurde die Stadt Berlin geteilt, was auch für die Straßenbahn sehr große Folgen hat. Die BVG wurde in BVG Ost und BVG West aufgeteilt. Die BVG West betrieb 36 Straßenbahnlinien, die BVG Ost betrieb 13 Straßenbahnlinien. Die extreme Senkung der Menge der Straßenbahnlinien lag unter anderem daran, da viele Straßenbahnstrecken zusammengeführt wurden. Unter anderem daran, dass viele Straßenbahnlinien, insbesondere in Ost-Berlin, stillgelegt wurden. Straßenbahn galten damals als veraltet und wurden zwischen 1954 und 1967 wurden alle Straßenbahnlinien in West-Berlin stillgelegt und in Ost-Berlin wurden auch sehr viele Straßenbahnlinien stillgelegt. Ersetzt wurden die Straßenbahnlinien durch Bus sowie durch U-Bahnlinien, die damals als modern galten. Ende 70er Jahre wurde das Straßenbahnnetz in Berlin endlich wieder ausgebaut. Es wurde die Linie 6 von Mitte am Kupfergraben über Friedrichstraße und den Hackischen Markt nach Marzahn eröffnet. Und die Linie 5 von Mitte am Kupfergraben nach Hohenschönhausen, Zieglerstraße. 1992 wurde die BVG Ost und die BVG West vereint und ab 1992 wurde das Streckennetz kräftig ausgebaut. 1995 wurde Linie 13 von der Bornholmer Straße zur Wierichhöhe-Klinikum eröffnet. 1997 halten Straßenbahnen direkt an der Friedrichstraße.
Straßenbahn ein. Diese Linien sind Dinge, die auf wichtigen Strecken fahren, die nicht von einer S- oder U-Bahn bedient werden. Die BVG ändert es vollständig, ihr Linienkonzept. Kurze Straßenbahn hier wurde zusammengeführt mit M1 gelöscht. Auch alles andere kurze Straßenbahn hier wurde die M4 zusammengeführt. Die Linien 5 und 6 wurden in M5 und M6 umbenannt und vom Metropolprogramm taktischer Art gekürzt. Außerdem wurde die M8 eröffnet, sowie die M10 von Warschauer Straße bis Eberswalder Straße. Außerdem wurde die Linie 17 in M17 umbenannt. 2006 wurden die M8 und M10 bis Nordbahnhof verlängert. Und 2007 wurde die M2 vom Alexanderplatz nach Heinersdorf eröffnet. Am 14. Dezember 2014 wurde die M5, M8 und M10 zum Hauptbahnhof verlängert. Das aktuelle Metro-Tram-Netz ist also M1 von Mitte am Kupfergraben über Friedrichstraße und Hackischen Markt abwechselnd nach Rosenthal Nord oder zur Schillerstraße. Die M2 fährt vom Alexanderplatz nach Heinersdorf. Die M4 fährt vom Hackischen Markt über dem Alexanderplatz abwechselnd nach Falkenberg oder Hohenschönhausen Zingnerstraße. Die M5 fährt vom Hauptbahnhof über dem Hackischen Markt über Alexanderplatz nach Hohenschönhausen Zingnerstraße. Die M6 fährt vom Hackischen Markt nach Isarstraße. Die M8 fährt vom Hauptbahnhof nach Ahrensfelde. Die M10 fährt vom Hauptbahnhof nach Warschauer Straße. Die M13 von der Virchow Klinikum zur Warschauer Straße und die M17 vom Falkenberg nach Schöneweide. Nun erkunden wir das Berliner Straßenbahnnetz. Beginnen wir am Bahnhof Friedrichstraße. Hier verkehren die Straßenbahnlinie M1 und die Straßenbahnlinie 12. Außerdem fahren hier die S-Bahnlinien der Stadt, also die S3, S5, S7 und S9. Auch Linien des Südhofs halten hier, wie die U-Bahn-Linie 6. Auch Regionalzuglinien halten am Bahnhof Friedrichstraße, wie zum Beispiel hier die RB14 nach Nau, aber auch andere Regionalzuglinien halten am Bahnhof Friedrichstraße. Auch Fernverkehr ist hier zu beobachten. Allerdings fahren hier alle Fernzuglinien hier durch. Mit dieser M1 nach Mitte am Kupfergraben, der Endhaltestelle der Linie. Mitte am Kupfergraben ist Endhaltestelle der Linie M1 sowie der Straßenbahnlinie 12. Mitte am Kupfergraben ist aber nicht nur wichtig durch ihre Endhaltestelle der beiden ist, sondern Mitte am Kupfergraben hat auch wichtige Universitäten sowie ein Park, der auch Touristen anlockt. Nun steigen wir in einer M1 Flex City in Richtung Rosenthal Nord und fahren nun los. Nun erreichen wir den Bahnhof Friedrichstraße. Da während meiner Aufnahmen Bauarbeiten auf der Stammstrecke waren, fahren wir nicht über Hackischer Markt, sondern über Nordbahnhof. Nun erreichen wir den S-Bahnhof Nordbahnhof. Am Bahnhof Nordbahnhof steigen wir aus dem genauen. Am Bahnhof Nordbahnhof halten im Nahen die Straßenlinie 12, die Straßenlinie 10, M10 und die Straßenlinie M8.
Außerdem halten hier auch Busse. Und die Linien des Nord-Süd-Tunnels, also die S1, S2, S25 und S26, halten auch hier. Nun fahren wir mit unserer umgeleiteten M1 weiter zum Bahnhof Schönhauser Allee. Nun erreichen wir den Bahnhof Schönhauser Allee. Hier fahren die Ringbahnlinien S41 und S42. Sowie die S85 und die S8. Sowie die U-Bahn-Linie 2 hält ebenfalls am Bahnhof Schönhauser Allee. Nun fahren wir mit unserer M1 Flexcity bis zur Endhaltestelle Rosenthal Nord und erreichen Vinetastraße und fahren weiter in Richtung Pankow. Nun erreichen wir den S-Bahnhof Pankow. Hier werden wir aber nicht aussteigen, sondern direkt durchfahren bis zur Endhaltestelle, bis Rosenthal Nord. Nun sind wir am Bahnhof Rosenthal Nord angekommen. Hier ist Endhaltestelle der M1. Dieser Bahnhof ist wichtig für kleine Häuser, damit sie einen Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, an das Berliner Straßennetz haben. Diese kann die M1 ihnen bieten. Hier sehen wir die Wendeschleife für die Straßenbahn, Haltestelle der M1. Allerdings gibt es hier nicht nur Straßenbahn, sondern auch eine Bushaltestelle für Busse. Nun steigen wir diese M1 Flexcity in Richtung der Kupfergraben ein. Und fahren nun zurück bis zum Bahnhof Eberswalder Straße. Nun erreichen wir den Bahnhof Eberswalder Straße. Hier halten die Straßenbahn der Linie M1
aber auch Straßenbahn Linie 12 sowie der Linie M10. Auch U-Bahn halten hier, und zwar die U-Bahn der U-Bahn Linie 2. Nun steigen wir in diese Bombardier GT6N Straßenbahn Linie 12 in Richtung Weißensee Passagierplatz ein. Fahren los in Richtung Mitte am Kupfergraben. Nun erreichen wir den Bahnhof. Hier hält die Straßenbahnlinie 12, aber auch die Straßenbahnlinie M4. Am Bahnhof Indigandiplatz gibt es einen Park mit Booten, wo man auch auf den See fahren kann. Allerdings gibt es hier auch Cafés. Nun setzen wir uns in eine M4 Flex City und fahren in Richtung Hackischer Markt. Den Bahnhof Greifswalder Straße. Hier hält die M4 und die S-Bahn-Linien. Die S-Bahn-Linie S41 sowie S42, S8 und S85. Allerdings sind hier auch Fernzüge zu beobachten, wie hier dieser ICET. Alexanderplatz. Der Bahnhof Alexanderplatz hat insgesamt 3 Straßenbahnhaltestellen. An dieser hier am Weihnachtsmarkt hält die Straßenbahnlinie M4, M5 und M6.
für die Straßenbahnlinie M2 hält und auch startet und endet. Die dritte Straßenhaltestelle ist westlich vom Bahnhofsgebäude, östlich vom Fernsehturm, wo die Straßenbahnlinie M6, M5 und M4 hält. Der Bahnhof Alexanderplatz hat aber nicht nur Straßenbahnlinien, sondern auch U-Bahn. Und zwar halten hier die U-Bahn-Linien 2, Linie 5 sowie die U-Bahn-Linie 8. Außerdem halten hier neben den U-Bahn-Linien auch noch S-Bahn-Linien, und zwar die S-Bahn der Stadtbahn. Nun fahren wir aber weiter und setzen uns in diese M6 Flexcity und fahren mit dieser Flexcity bis zur Endhaltestelle, bis Hackescher Markt. Dieser Bahnhof hat ebenfalls zwei Straßenbahnhaltestellen. An dieser Haltestraßenbahnhaltestelle hier westlich vom S-Bahnhof enden die Straßenbahnlinien M4 und M6. Die Straßenbahnlinie M5 hält hier und auch die Straßenbahnlinie M1 in Richtung Rosenthal Nord und Schillerstraße hält hier. An der zweiten Straßenbahnhaltestelle westlich vom S-Bahnhof hält die Straßenbahnlinie M1 in Richtung Mitte am Kupferfahrt. Außerdem halten hier auch ebenfalls die S-Bahnlinien der Stadtbahn. Nun fahren wir mit dieser M5 bis Hauptbahnhof, der Endhaltestelle dieser Linie. Straßenbahnlinien an einer Straßenbahnhaltestelle, und zwar die Straßenbahnlinie M5, M8 und M10. Hier halten aber auch die S-Bahnlinien der Stadtbahn.
hier halten aber auch eine Menge Regionalzuglinien. Auch ICE-Linien gibt es am Hauptbahnhof ordentlich viele. Kommen wir nun zum Fuhrpark der Berliner Straßenbahn. Bei der Berliner Straßenbahn werden im Regelbetrieb 3 Fahrzeuge eingesetzt. Das älteste dieser Fahrzeuge ist die Tatra KTD. Die Tatra KTD wurde zwischen 1974 und 1997 gebaut. In der Tatra KTD können 38 Menschen sitzen und 105 Menschen stehen. Sie bringen es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h. Eingesetzt wird dieses Fahrzeug nur im Plandienst auf der M17. Auf anderen Linien kommt dieses Fahrzeug nur bei Umläufen zum Einsatz. Kommen wir zum nächsten Fahrzeug der Berliner Straßenbahn, die Bombardier GT6N. Die Bombardier GT6N wurde zwischen 1989 und 1997 gebaut und von der hat die BVG 150 Stück. Insgesamt hat die Bombardier GT6N 62 Sitzplätze und 97 Stehplätze. Sie bringt es auf einen Höchstschritt von 70 km/h. Eingesetzt wird dieses Fahrzeug auf der M4 und zu 50%, auf der M17 allerdings eher zu 25%, 25% hat er noch eher die Tatra, auch auf allen anderen nicht Metro-Tram-Linien, bis auf der Straßenlinie 12, wo sie ebenfalls nur zu 50% im Einsatz ist. Auf allen anderen Nicht-Metro-Tram-Linien kommt die GT6N zu 100% zum Einsatz. Kommen wir nun zum jüngsten Fahrzeug auf der Berliner Straßenbahn. Die Bombardier Flex City, die ab 2008 gebaut wird. Sie gibt es in 2 Versionen, in einer 5-teiligen Version und einer 7-teiligen Version. Die 5-teilige Version bietet 52 Sitzplätze und 129 Stehplätze. In der 7-teiligen Version können 84 Menschen sitzen und 174 Menschen stehen. Die Bombardier Flex City bringt es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Eingesetzt wird sie bis auf der M17 auf allen Metro-Tram-Linien und bis auf der M4 zu 100% auf allen Metro-Tram-Linien. Langfristig ist aber vorgesehen, dass die 5-teilige Flex City alle GT6N auf den Nicht-Metro-Tram-Linien ersetzt und alle 7-teiligen Flex Cities alle Metro-Tram-Linien befahren. Kommen wir nun zur Zukunft der Berliner Straßenbahn. Im Jahr 2020 soll der Bahnhof Ostkreuz von der Straßenlinie 21 bedient werden. Im Jahr 2020 soll auch die Straßenlinie M10 vom Hauptbahnhof zur Turmstraße verlängert werden. Und die Straßenlinie M17 soll von Schöneweide bis Adlershof verlängert werden. Im Jahr 2021 soll die Straßenlinie M10 nochmal verlängert werden und soll von der Turmstraße nach Mierendorfplatz. Die M2 soll von Heinersdorf bis Blankenburger Pflasterweg verlängert werden und im Jahr 2021 soll auch eine neue Straßenlinie gebaut werden. Und zwar vom Alexanderplatz über den Potsdamer Platz nach Steglitz. Im Jahr 2026 sollen sehr viele neue Linien gebaut werden und auch sehr viele Linien verlängert werden. Die Straßenlinie M10 soll im Norden über der Jungfernheide nach Flughafen Tegel verlängert werden und im Süden zum Hermannplatz. Und auch die M13 soll von der Warschauer Straße zum Hermannplatz verlängert werden. Und im Jahr 2026 sollen noch 2 neue Linien gebaut werden. Und zwar die M9 von Schöneweide über Hermannplatz nach Potsdamer Platz. Sowie eine Linie, wo der Name noch nicht feststeht. Und zwar vom Alexanderplatz über Potsdamer Platz und Wittenbergplatz zum Zoologischen Garten. Jo, und das war es auch schon im Großen und Ganzen mit meiner Doku. Jo, das war jetzt meine erste Doku. Ja, okay, ich bin ehrlich, man hätte vielleicht schon die eine oder andere Sache etwas besser machen können. Manchmal wackeln meine Aufnahmen, manchmal vielleicht rede ich ein bisschen zu errend oder zu, keine Ahnung, irgendwie nicht so angenehm. Aber das war jetzt meine erste Doku. Ich denke, ich habe noch relativ viele Dokus vor und ich würde sagen, ciao.